Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mich heute für euch super schick gemacht, sogar mit falschen Wimpern. Wer mich kennt, weiß, dass ich hier eigentlich mehr ungeschminkt zu Hause rumlaufe. Gerade auch mit meinen Schülern. Da versuche ich immer nicht so viel drauf zu drücken, weil dann denken die, was ist denn hier los? Ist hier Fasching oder was geht? Gerade auch das Licht hier im Studio, das schlaucht immer so viel. Und dann drücke ich da noch ein bisschen mehr drauf. Schon von einer Menge Foundation hier, ne? Oh mein Gott! Darum geht es aber heute nicht in dem Video. Heute geht es um das Thema Kopfstimme versus Bruststimme oder Kopfstimmregister versus Bruststimmregister. Wir schauen uns mal die Unterschiede an und wir schauen uns die Unterschiede innerhalb eines Songs an. Und ich singe die für euch vor. Und ja, heute geht es alles um das Thema Kopfstimme, Bruststimmregister. Du bist neu auf meinem Kanal, hast noch nicht abonniert. Das wäre jetzt wirklich die perfekte Chance. Gutes Content, professionelles, gutes Content. Mit einem guten Cocktail natürlich auch, ne? Und wer selber Lust auf eine Gesangsanalyse hat oder ein Gesangsübungspaket für 13,99 mit verschiedenen Übungen, der schaut mal am besten rein bei Tanja Nelly Vocal Studio. Dort, lass uns loslegen. Ah! Ja, Wikipedia sagt, wir haben vier Register. Und das wäre einmal das Vocal Fry. Das ist das Vocal Fry. Das heißt auch im Englischen Slack. Vocal Fry ist auch ein englischer Begriff. Ich habe alles auf Englisch gelernt und mich in Englisch auch zertifizieren lassen. Dann gibt es einmal die Bruststimme oder das Sprechstimmregister. Das wird immer verschieden genannt. Frag 10 Gesangslehrer und du bekommst 10 verschiedene Antworten. Je nachdem, was die auch gelernt haben. Dann kommt einmal die Kopfstimme. Dann kommt einmal Whistle. So ganz einfach ist es nicht. Wir hätten jetzt hier Flageolet. Das ist so ein bisschen kurz vor dem Whistle Register. Das heißt, was ihr jetzt so von Mariah Carey kennt, ist ja schon Whistle Register. Und davor ist noch das Flageolet. Und dann haben wir das Mixed Voice. Aber das Mixed Voice ist kein Register. Das ist eine Technik, weil das ist eine Koordinationstechnik aus zwei verschiedenen Muskeln. Und zwar nämlich aus dem Thyroid und aus dem Cricoid Muscle. Ich blende mal hier mal ein Kehlkopf ein und das ist eine Koordination zwischen zwei Muskeln. Und das sind auch nur Übergangsnoten. Also das ist jetzt kein Register als solches, sondern das sind ein paar Noten, die diesen Übergang zu Flageolet oder zu Whistle darstellen. Das kommt auch immer darauf an, wo dein Bruch ist. Und zwar bei Männern und bei Frauen ist der Bruch immer unterschiedlich und der Bruch kann auch sozusagen erweitert werden. Das heißt, man kann seine Stimme so trainieren, dass der Bruch nicht ganz so früh einsetzt. Also der Bruchübergang ins Kopfstimmregister beispielsweise. Viele wollen nicht direkt ins Kopfstimmregister gehen, sondern die wollen dann direkt zum Beispiel erstmal die Mixed Voice benutzen, damit man noch diese Power hat. Warum Kopfstimme, warum Bruststimme? Das sind wirklich total veraltete Begriffe, die vor hunderten von Jahren da entstanden sind und ich meine, dass also, es gibt dazu ein richtig cooles Video bei einem anderen Vocal Coach, der heißt Ramsey, da verlinke ich euch mal den Link und der spricht darüber, wie das entstanden ist, dass es damals Mönche waren, die versucht haben, ein bisschen mehr zu verstehen, wie die Stimme funktioniert und die haben dann herausgefunden, oh, weil es ja hier resoniert im Brustraum, ne, weil ich ja so eine Art Vibration spüre, ich spüre so eine Resonanz, dann ist das ja hier die Bruststimme und hier muss es dann ja die Kopfstimme sein, weil es fühlt sich ja bei manchen Leuten so an, als ob es hier irgendwie krabbelt oder... Also viele interpretieren verschiedene Resonanzen ganz woanders. Ne? Beispielsweise viele fühlen, dass es hier über den Kopf geht oder dass es hier, hier vorne irgendwo ist oder dass es hier resoniert oder vielleicht auch irgendwo hier. Ne? Das heißt, für jeden ist das unterschiedlich. Genau, und daher kam der Begriff ja, Kopfstimme und dann Bruststimme. Heutzutage sagt man eigentlich nur M1 und M2 oder man benennt sie einfach nach Muskeln. Das ist eigentlich viel professioneller, dass man direkt sagt, das ist jetzt der Thyroid, Arytenoid oder der Thyroid Muscle und das ist jetzt der Cricoid. Also nochmal ganz kurz Kopfstimme. Bruststimme. Oh, oh, oh.
Stimme. Wir können natürlich mit unserem Kopfstimmregister auch runtergehen. Das nennt sich im Englischen Descending, ja. Das heißt, man landet dann irgendwann, ich mache das jetzt mal einmal vor meiner Übung. Ich bin jetzt ganz unten angelangt mit meiner Kopfstimme. Das ist relativ tief, keiner würde ja so sprechen. Es sei denn, man spricht wie Goofy oder wie Mickey Mouse. Das heißt, die Kopfstimme ist jetzt ganz unten und ich bin mit dem Muskel da unterwegs. Ja, das klingt dann ungefähr so. Das nennt sich dann Descending, we drag down. Wir bringen also dieses Register runter. So, jetzt möchte ich mal ein Beispiel geben und zwar Never Enough. Es gibt also einen Grund, warum bestimmte Kompositionen und bestimmte Songs eben nicht mit Kopfstimme ausgesungen werden sollen oder eben nicht mit Bruststimme. Und das möchte ich jetzt mal anhand von Never Enough euch mal zeigen. Dort ist ja der Chorus von der Sängerin sehr viel gebeltet und auch mitunter gemixt. Ne? Also je nachdem, was für Töne wir da jetzt haben und was für in einer Tonlage wir das singen. Grundsätzlich ist es so, dass man diesen Song als Sänger natürlich so richtig durchpowern will. Man möchte da wirklich hundertprozentig geben. Das ist der Klimax von dem Song. So ist der Song aufgebaut. Der ist für Sänger mit einem großen, breiten, kräftigen Register gemacht. Und da läuft man natürlich Gefahr, dass wenn man jetzt das in Kopfstimme singt, dass das dann an Power verliert. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. I'm trying to hold my hand, let it stay this way, can't let this moment end. Das habe ich jetzt in Bruststimme gesungen und so ist es auch konzipiert. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das klingen würde, wenn ich das jetzt in Kopfstimme singen würde. Ich bin auch gespannt. Lass uns doch mal direkt in den Chorus gehen. Und der ist natürlich katastrophal hoch. Das kommt auch, wie gesagt, immer drauf an, wo du dich gerade befindest. Ich singe es jetzt mal mit Kopfstimme. Und zwar dieses Never Enough. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be. Das ist jetzt hier der Pre-Chorus, den singe ich jetzt noch in Brust. Jetzt mal in Kopfstimme und zwar these hands could hold the world, but it will never be enough. Ich finde ja, meine Kopfstimme klingt ja wirklich wie der Typ aus der Mülltonne von der Sesamstraße, ne? Aber gut, das liegt auch daran, dass ich den Muskel nämlich nie trainiert habe, als ich Teenager war, weil ich fand das so, und keiner singt ja mit Kopfstimme und Kopfstimme ist ja auch so schwach und es klingt ja auch so furchtbar. Und ich konnte mich auch gar nicht mit identifizieren und ich glaube, erst wo ich professionell als Sängerin gearbeitet habe, Anfang 20 und so, da habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt doch mal ein bisschen mehr. Aber es war dann schon teilweise zu spät. Es kam dann später, dass ich dann ein bisschen mehr noch Gas gegeben habe. So, Kopfstimme. Und dann würde natürlich das Ganze auf Brust, ihr kennt, wie es auf Brust jetzt klingt. Never enough ist dann sozusagen das Pendant. Never enough, never, never, never enough, never, never for me, for me, for me. Habe ich das in vielen verschiedenen Varianten mal so durchgesungen, Tonlagen. Auf jeden Fall, ihr seht, es klingt einfach anders und so ist der Song konzipiert. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal heute als Beispiel zeigen. Ja, versucht dann auch nicht im Umkehrschluss irgendwo die Kopfstimme durchzudrücken, wo das vielleicht nicht gewollt ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es war wirklich, konnte uns mal so ein bisschen veranschaulichen, wie das eigentlich so abläuft. Daumen hoch, Abonnement ist wirklich eine Menge wert, weil hier wird bei jedem Video bei mir, wirklich jedes Video wird demonetisiert. Es ist teilweise nicht möglich, weil ich ein paar Mal irgendwie Vocal Fold sage oder zum Beispiel Dysphonie. Und anscheinend
nimmt er das irgendwie falsch auf und ja, es ist dann nicht, ja, man kann dann keine Werbung mitmachen. Es ist halt irgendwie doof. Also deswegen mache ich auch immer so viel Werbung wegen meinen Paketen, weil ich mich natürlich wahnsinnig freue und da steckt ja auch ganz viel Liebe und Arbeit und vor allem auch, es ist auch preiswert. Und das ist mir auch echt wichtig, weil ich weiß, dass Gesangsunterricht nicht für jedermann machbar ist und das Gesangsunterricht ist auch einfach teuer, es ist ein Luxusgut und es sind einfach viele Zuschauer, die ja auch einfach jung sind und auch nicht das Geld haben. Und wo ich jung war, konnte ich mir den Gesangsunterricht alleine nicht leisten. Also da hatte ich meine Eltern, die mir geholfen haben und mich da unterstützt haben, weil viele Dozenten auch einfach zu teuer waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau, und deswegen habe ich gedacht, ja, wir bieten das mal trotzdem zu einem preiswerten, ja, preiswerten Standard an, aber trotzdem. Ich sehe euch in meinem nächsten Video und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Hashtag starke Stimme. Ich vergesse es. Hashtag starke Stimme.